Und ich hoffe mal wirklich, dass die jetzt einigermaßen läuft hier. Nicht prügeln, nicht prügeln, nicht prügeln. Ich muss hier hoch. Oh, habt ihr das gesehen? Das Timing war ja wohl mal perfekt, oder? Da bin ich eins kann, dann ist das nichts eigentlich. Ich nehme es wieder zurück, den Anfang des Satzes. Sag mal hier so hin, du. Ups. Hier so drüber springen. Nein, 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 nein. Kein Problem. Wir machen noch einen Versuch. 70 Sekunden haben wir noch. Müsste eigentlich noch passen, wenn wir jetzt nicht unbedingt 400 Mal getroffen werden. Jetzt ein bisschen Abstand gehalten. Lande drauf, dankeschön. Ich finde, er macht einen wunderschönen Backflip, muss ich ja schon sagen. Wenn Chucky 1 kann, dann das. Ne, ist aber auch so, weil jetzt bin ich natürlich viel motivierter, weil es auch der Beginn der Aufnahme und so, ne? Aber es ist halt immer so ätzend, ne? Wenn man einfach so viel zu tun hat hier noch in dem Spiel und man kommt einfach nicht weiter. So eine Lappali, wie hier so eine, ja, Sprungscheiße, ne? Wo man ja auch gerne die Kamera verantwortlich macht, wenn man Dennis heißt. Und alles andere. Nur halt nicht sich selbst. Das ist halt wirklich wie wenn man ein Haus baut oder so, ne? Und dann hält man sich mit irgendeiner Scheiße auf. Und man weiß einfach nur, okay, schön, die Wände stehen schon mal, aber ich habe noch so viel zu tun, das brauche ich mir keine Gedanken über, keine Ahnung, die Farbe des Kinderzimmers zu machen. Ja, okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen kacke. Hui, meine Banane! Bitte fall nur nicht runter. Geh hoch! Alter, geh hoch! Geh hoch! Ja, es ist doch scheiße. Habt ihr das gesehen, wie unfair das war? Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt mal ohne Scheiß. Ne, wenn die Kacke einfach nicht hochgeht. Oh, was für eine dreiste Kacke. Echt, ey. Das sehe ich, also das müsste ich. Wenn mir das letzte Mal passiert, ne, dann hätte ich den Controller wahrscheinlich in den Röhrenfernseher geschmissen. Wäre aber auch nicht so schlimm gewesen, weil Röhrenfernseher sind unfassbar stabil. Ganz so ein LCD-Fernseher. Ich sollte vielleicht auf den Knopf drücken, ne? Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Ah, ist das schön. Wo ist denn hier der Kacke? Ist natürlich auch am weitesten weg, ne? Deswegen ist es gut, dass ich mich für ihn entschieden habe. Der ist auch sehr klobig. Das Gute mit der Teilung zum Beispiel, wenn ich gleich einen Weg gehen muss, ich kann mit ihr meinen Helikopter-Scheiß machen. Und da oben ist ein Wechselfass. Oh, ich hoffe, da ist der Teleporter dran. Das wäre super. Ich würde mich riesig freuen. Oh, der Teleporter 4, meine ich. Natürlich meine ich den, ist ja klar. Hui, hau ab, Kiste. Einfach nur bei Laune halten. Ja, das schaffe ich leider nicht. Habe ich den Fall auch nicht richtig abgeschätzt. Och, komm, es reicht doch langsam. Himmel. Arsch. So, mein Gott. Trotzdem noch genug Zeit. 8 Sekunden mehr als gerade. Das heißt, wenn ich es jetzt direkt schaffe, müsste das Ding sogar eigentlich hochgehen in der Zwischenzeit sogar. Also nicht hochgehen, von in die Luft fliegen, sondern... Das, was mich gerade daran gehindert hat, es zu schaffen. Sollte die Kamera vielleicht doch mal dahin drehen, wo man hinspringt. Ich glaube, hier, wenn man links rumgeht, ist das ein bisschen kürzer. Jawohl. Habe ich euch schon mal erzählt, wenn ich früher Zeitdruck hatte bei irgendwelchen Amiga-Spielen oder so, ich konnte die nicht spielen, weil mich das einfach zu sehr gestresst hat. Ich hatte immer Angst, das mussten immer meine Brüder machen. Egal wie viel Zeit da war. Oh mein Gott. Ich hätte auch 10 Minuten für irgendwas Zeit haben können für diese Sache. Und ich hätte gesagt, nee, dann mache ich nicht, nee, wird zu stressig. Und heutzutage ist es eigentlich fast. Ja, okay, ich muss leider nochmal eine Runde abwarten, weil ich. Weil die Kamera wieder nicht so will wie ich. Komm jetzt her. Mein Gott, ey. Und jetzt geh bitte hoch. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. So, das müsste jetzt eigentlich mit der Zeit erreichen, oder? Nein! Ich glaub's nicht, wie diese Kamera wieder. Ich konnte nicht sehen, ob ich da direkt nebenan stehe oder nicht. Oh mein Gott, Kamera, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Du gehst mir doch so langsam tierisch auf den Sack. Warum, ne, nochmal die Frage, warum hat denn Nintendo das nicht hinbekommen, dass die Kamera sich einfach mal, dass wir eine intelligente Kamera haben? Warum hat das bei Nintendo nicht funktioniert? Können wir jetzt mal bitte beantworten? Soweit ich mich erinnern kann, ist es bei Banjo-Kazooie nämlich genau das gleiche Problem, was man hat. Bei Earthbound Jim war es definitiv. Oh gut, bei Mario weiß ich das jetzt nicht, wie das da war. Meine Steuerung funktioniert zwar, aber gerade in solchen Sachen, wenn man hier irgendwas Hektisches machen muss, ne? Irgendwas Timing-basiertes, dann ist das echt tödlich. Muss ich leider so sagen. Aber gut, der Weg dahin, den kriegen wir jetzt mittlerweile ganz gut hin. Sonst haben wir es jetzt zweimal in Folge geschafft. Mal gucken, ob es auch ein drittes Mal glückt. Hust, hust. Oh mein Gott! Ja, da bin ich über das Ziel hinausgeschossen. Mein Fehler. Fuck. Eigentlich ein bisschen zu hektisch. Ja, okay, jetzt habe ich wieder wahrscheinlich relativ wenig Zeit, ne? Komm. Geh auf den Sack. Komm, beweg deinen Arsch! Danke. Oh, der Controller hat mich jetzt gerade ein bisschen.
Aber auch hier wieder, ne? Analogsticks. Ich hab noch nie so beschissene Analogsticks dann. Nimo 64. Weil das ist ja kein Analogstick, das ist ja eigentlich ein Digitalstick. Wobei, okay, der erkennt schon so ein bisschen Analogien. Also Analogien jetzt nicht, ne? Ja, egal. Komm jetzt. Ja, noch ein bisschen Zeit haben wir noch. Also. Nein! Das war einfach zu weit gedreht. Ja, okay, dankeschön. Was allerdings gut ist, ich kann den so bewegen in der Luft, wie ich halt gerade lustig bin. Jetzt muss ich wieder die Kamera drehen, währenddessen fährt das Ding an mir vorbei. Habe ich es nicht gesagt? Habe ich es nicht gesagt? Und ihr wisst jetzt wieder, wo das Problem liegt. Nicht wahr? Nicht wahr, Freunde? Ja, ja. Ja, bleibt mal geschmeidig. Nein! Gott, geht ihr doch hier langsam! Doch, es ist doch nicht wahr. Aber das Schlimme ist, ich habe eigentlich normalerweise keine schwitzigen Finger, ne? Aber bei dem Controller, vielleicht liegt es auch am Spiel, fangen meine Finger echt so ein bisschen an zu saften. Ich kann auch nicht sagen, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil er einfach so anstrengend zu bedienen ist. Gerade was ist hier gegangen? Ich glaube, ich werde für die nächste Aufnahme wahrscheinlich auch mal einen anderen Controller testen. Weil, wie gesagt, wenn ich nach links. Dann der hakt so ein bisschen fest, habe ich das Gefühl. Als würde er nicht mehr so richtig Power geben können. Gerade nach links geht, aber gerade schräg oben links ist ein bisschen schwierig. Dann habe ich das Gefühl, dass das Feedback nicht das ist, was ich da eigentlich gerade eingebe. Also zumindest von der Intensität. Oh mein Gott. Guck mal, jetzt habe ich ja noch massig Zeit, ne? Also Dennis, verkack es bitte nicht. Du kannst gleich in Ruhe die Kamera drehen. Ich habe das schon als Zeit mit einberechnet. Ja, komm. Soll ich mir hier keinen Scheiß bauen? Okay, okay, okay. Ja. Aber freue ich mich auf die späteren, wenn es noch viel schwierigere Passagen gibt. Ja, guck mal, das ist gut. Er ist gerade mir vorbeigefahren. Ich habe genug Zeit, die Kamera zu justieren. Alter. Ja, der dreht sich jetzt aber nicht dahin, ne? Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Ja, gut, dann machen wir es halt einfach normal. Jetzt geh doch mal die Kamera. Ey, Alter. Wie kann man so störrisch sein? Jetzt mal ohne Witz, ne? Dankeschön. Meine Fresse, ey. Geh mir doch auf den Sack. Okay, ganz ruhig, ne? Wir machen jetzt einfach mal so die Kamera. Dass ich immer den gleichen Winkel habe und geh jetzt einfach hier rein und hol mir die scheiß Banane endlich mal. Himmel, Arsch. Meine Fresse, war das so eine Geburt, ey. So, ich hätte jetzt gern einen Teleporter, bitte, ne? Ja, da ist ein Teleporter, oh mein Gott. Ich hätte es vielleicht auch viel einfacher machen können, wenn ich mich einfach anders hier hingerannt wäre. Oder vielleicht ist es auch die Voraussetzung, dass man mit ihm das hier macht, ne? Auf dem Weg nach oben, okay. War auf dem Weg nach oben eigentlich irgendwie was an Bananen für andere Kollegen gedacht? Wo ist denn die Banane? Ja, okay, hat funktioniert. Gibt es hier nochmal grüne? Wie habe ich jetzt mit dem? Habe ich jetzt gerade gar nicht gecheckt. Oh, bin ich froh, dass ich die Scheiße geschafft habe, ey. Heilige Zicke. 65 habe ich schon mit denen? Alten! Doch so viel mit dem wohl letztes Mal. So. Zack! Fickt euch. Echte. Oh mein Gott, ist das gut. Und ich kann hier ohne weiteres wechseln. So, machen wir mal mit Tiny los. Dring, dring. Ich glaube, ich gehe mit ihr mal zurück. Einfach nur zu checken. Ah, warte mal, wir können erstmal unser Ballönchen unten holen. Jetzt sind unsere Schüssen her, natürlich. Das war mir eigentlich schon fast klar. Aber jetzt muss es eigentlich funktionieren. Patz! Und die nächste Bananenmedaille gehört uns! Oh mein Gott! Das Schöne ist, man kann sich davon einfach rüberbringen lassen. Okay, das sind auch Bananas. Mhm, habe ich verstanden. Einige sogar. Ja, muss ich mit dem mal zurückgehen, mit dem Lanky. Das ist nicht das Problem. Hier gab es sonst nichts mehr für uns. Aber für die Teile gab es unten noch einen Schalter. Die hätte ich natürlich auch vorher mal schon machen können. Und ich habe sogar den richtigen erwischt. Wow. So, was passiert jetzt wo? Kein Zeitdruck. Bitte kein Zeitdruck. Dankeschön. Das ist doch mal... Das ist doch mal nett. Gut. Dann nehmen wir nochmal den Vierer-Teleporter. Oh, ist das gut, dass ich ihn jetzt aktiviert habe, ey. Gott sei Dank. Ich bin gerade so froh, dass ich den Scheiß geschafft habe, ey. Heile Witzke. Komm. Bitte? Wieso? Kannst du den hier nicht benutzen? Doch, ich wollte schon sagen. Was los? Gut, da müssen wir mal kurz gucken. Ich weiß gar nicht, wo wir da überhaupt so hin müssen. Ich würde gerne das Bonusspielchen ja schon machen. Ich denke mal, es ist der richtige Weg. Aber warum wir hier Lenky-Münzen bekommen, das... Gut, ich kann ja auch noch irgendwas mit Lenky machen. Das ist auch nochmal ein Wechselfass. Auch nochmal Lenky-Sachen. Okay, da geht's weiter nach oben. Das ist, glaube ich, der Weg, den wir eigentlich gehen müssen für das Bonusfass.
Aber ich würde es gerne einmal hier so. Ah, kann sein, dass ich damit Lenky hoch muss, weil er zu steil ist. Nein, guck mal. Ja, cool. Ich glaube, die Bananen, die wir jetzt einsammeln, die bringen uns, glaube ich, wirklich nichts, ne? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das leider so. Ah, oder vielleicht müssen wir diesen Weg gehen. Würde natürlich mit den Bananenfarm auf jeden Fall ein bisschen besser passen. Um zu fast zu gelangen. Und, was ist da oben? Da muss doch was sein. Da hinten, okay. Wie komme ich denn da bitte schon hin? Die verarschen oder was? Bitte nicht runterfallen. Eine Kante gehen. Ja. Jetpack, Jetpack, Jetpack. Wenn wir ein Jetpack hier bekommen, dann ist das wahrscheinlich das Rätsel zur Lösung. Aber da unten jetzt noch für mich? Wahrscheinlich noch Münzen, ne? Mein Gott, du bist so tief gefallen, das hat dich nicht interessiert. Finde ich gut. Nein, ich weigere mich, den Boss zu machen. Könnt ihr vergessen? Ah, der Helikopter ist schon gut. Der gefällt mir doch. Ja, hier kann ich entweder springen oder Jetpacken. Och, guck mal, da gibt es sogar Donkeys. Mein Gott, hier gibt es doch richtig viel, ne? Geil. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt zuerst machen sollen. Nein! Ja, egal. Wir haben einen Teleporter. Was soll's? Mein Gott. So, was machen wir zuerst? Machen wir erstmal Lenky oder Didi oder Donkey? Ich glaube, wir machen erstmal Lenky, weil bei dem war, glaube ich, noch relativ viel zu holen. Lenky Kong! Jubida lieber die Dieber du. Ich habe es gerade leider nicht geguckt, wie viel ich jetzt mit dem anderen Arsch hab. Also gab es noch ein paar Bananen für ihn zu holen, ne? Ja, komm, Kamera. Oh, scheiße, ich habe vergessen, ich habe. Bin ich dumm. Ja, war absolut mein Problem. Ich habe vergessen, dass ich mit dem keinen Helikopter mehr hab. Mein Fehler. Gut, das wäre nicht so, aber gut. Zu schnell, zu schnell. Dankeschön. Oh, okay, mit dem fehlen noch ein paar. Gab es hier irgendwo noch ein Ballönchen? Gucken wir später wahrscheinlich noch. Ja, komm, ich erlaube mir mal einen Spaß und mach das mal hier rüber. Ui. Ich nehme doch den Teleporter. Das hat dir trotzdem wehgetan. Schade, ich dachte, das hebt das eigentlich auf. Wo ist denn hier die Nummer? Nummer 4, Ross. Ah, ja, gut. Da habe ich zu spät gerafft. Also, hat man auf jeden Fall jetzt gerade nicht am. Da, wo sie hingehört. Naja, denkt euch ruhig euren Teil. Und schwupps und weg. So, das ist ja jetzt eigentlich nur die andere Seite, ne? Das heißt, von hier kann ich schön weitermachen. Ja, komm, holen wir uns die Bananenchen auch noch. Die Münzen. Hm. Wo ist eine Banane, Dennis, ey? Wir müssen auf die Scheiße hier warten, oder was? Ja, okay, oder man macht so. War ganz schön knapp. Nein! Kamera! Ja, ich weiß, ich schieb's immer wieder auf die Kamera, aber es ist nun mal leider so. Es tut mir echt leid. Ich wünschte, es wäre nicht so. Komm weg. Weil ich habe es gerade nach links gezeigt, aber offensichtlich war so eine kleine Biegung drin. Und die habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Mit meinem alten Auge. Jetzt sehe ich, es reicht nichts. Aber ich habe den Sprung geschafft. Zack. So, direkt. Jetzt habe ich mich zu sehr an die Wand genagelt. Schön. Komm jetzt. Mach. Ich hab doch hier unten. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Okay, wenn ich jetzt nicht mehr runterfalle, ich werde garantiert nochmal runterfallen. Ich hab vergessen, ich muss noch einen Schalter betätigen mit ihm. So ein Kack. Ach, egal. Ja, machen wir Lenky, dann machen wir Didi und dann machen wir erst Donkey als letztes. Würde ich jetzt so vorschlagen. Ja, okay, ich sag doch, ich fall nochmal runter. Ich weiß nicht. Die Perspektive macht mich platt. Nee, macht mich echt fertig. Hier kriege ich irgendwie nicht so gerafft. Irgendwas ist so ein. Eine 64-Grafik, die mich immer dazu bringt, die Kamera bzw. die Perspektive nicht zu verstehen. Ich kann auch nicht mit dem Finger drauf zeigen, was es ist. Ah. Haha, haha, die nächste Banane. Gut, dass ich das doch schon mal vorgesehen habe, dass ich den Kack machen muss. Jetzt hängt der Ding, fieh ich mir wahrscheinlich am Arsch. Nee, doch nicht. Na komm. Lass ihn nochmal treffen. Dankeschön. Und tschüss. Ja, kannst du mal die Bananenschale ruhig schlagen. Da passiert nicht viel. Und Hubble die Hub. Oh mein Gott, okay. Ach, okay, gut, dass das so passiert ist. Also irgendwie hänge ich immer so ein bisschen an der Wand fest. Da geht mir auch ein bisschen auf den Keks, ne?
Da oben war, glaube ich. Ah, da oben noch was für mich. Scheiße. Ich hätte auch hier wechseln können, aber gut, ich hätte eh nochmal dahin gemusst. Bleib stehen! Hier geblieben! Polizei! Jawohl! Und 10 brauchen wir noch und die kriegen wir schön auf den Weg nach oben. War doch hier, ne? Oder war das ganz oben? Ne, da hinten war es. Okay, alles klar. Schön, schön. Und Le Banana du Weitere. Wenn wir denn das hier geschissen bekommen, halt dich fest! Ja, ich hab dich richtig festgehalten! So ein Kack! Ja, stirb! Ist mir auch egal, Alexa. Ah, komm hier. Ah! Hau ab! Gott sei Dank. Ich muss hier ein paar Grenades. Achso, der ist schon tot. Gib mir drei Melonen. Zwei. Also, okay. Oh, kann doch nicht sein, ey. Verfluchte Scheiße. Könnte natürlich mit Tiny jetzt rüberfliegen, ne? Weil es ein bisschen einfacher ist. Und dann die Kollegen dann da wechseln. Aber nee. Das kann ich euch nicht antun. Warum wollt ihr euch einen Gefallen tun? Lieber könnt ihr das Gleiche gucken. Ich quäle mich einfach selbst gerne. Ich stehe da drauf. So. Guck mal, haben wir geschafft hier. Souverän. Ah, da oben noch irgendwas? Nee, das war nur Fülle Tiny, ne? Scheiße. Ich schätze mal die eine Bananen. Das Bananen-Bonus-Spiel. Bananen-Bonus-Spiel, ne? Das ist auch ein geiles Wort. Ach, guck mal, die da. Das Tempo ändert sich. Das wusste ich gar nicht. Oh mein Gott. Ich zieh dich mit hoch. Gott sei Dank, ey. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's doch tatsächlich interessant. Okay. So, Kamera drehen. Ganz wichtig. Bitte fall mir nicht runter, okay? Okay. Das ist schon mal gut. Hab mich schon mal nicht irritiert. Lieber vorsichtig hochgehen, ne, bevor ich jetzt hier irgendeinen Scheiß baue. Okay, bitte kannst du da hochgehen. Ich kann ja nicht da hochgehen. Oh mein Gott. Ja! Okay, cool, wir sind mit Lenky fertig. Haben wir offensichtlich alles bis auf ein paar Bananenchen. Aber die Bananenmedaille haben wir. Wie gesagt, wenn wir die Bananen finden, klar, dann hole ich sie. Wenn nicht, dann... Mein Gott, ne? Nee. Matsch! Ich mochte das Geräusch. Ach, warte mal, wir können doch mit dem kurz hier reingehen. Da waren ja noch ein paar Münzen, die wir sammeln können. Fällt mir gerade so ein. Puh. Hier ist noch ein Verwundbarkeitsfass und hier ist nichts. Ach doch, ein Kokosnusskristall. Der letzte, den ich noch da liegen gelassen habe. Jetzt hat Donkey gar keine mehr. Toll. Okay, aber ich habe offensichtlich hier schon ein paar Bananen übersehen, weil mir viele jetzt nicht mehr spontan... Oh, jetzt lass mich doch mal. Ich will nur ein Beam, ich will nur einen Charakter wechseln. So, mit Lanky fehlt mir aber auch noch was. Also ich muss das noch ein bisschen durchforsten, das Level. Also halb so wild. Wenn wir in dem Bereich jetzt mal fertig haben, ist das schon mal sehr gut. Hui! Dennis, warum beamst du dich nicht? Keine Ahnung, weil ich keine Lust habe. Bombs! So. Wo ist denn hier dein Knöpfchen? Hier bei der Biene, war ja klar. Doch die Biene im Spender. Pumps! Okay. Gut, das verwirrt mich jetzt doch tatsächlich ein wenig. Hätte mir das mit der Zeit auch viel einfacher machen können, ne? Ich hätte erstmal den Beamer mit jemand anderem freischalten können. Oder war das Drehding jetzt dann nur gar nicht aktiv? Das hätte natürlich auch sein können. Muss ich mir noch jemanden mal annehmen? Okay.